Formatvorlagen in Reiter. Dieses Video zeigt, wie in Reiter Formatvorlagen angewendet werden. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter. Grundlage dieses Videos ist die Übungsaufgabe Aufgabe Formatvorlagen von Ellen Pape. Die Übungsaufgabe besteht aus drei Dokumenten: Aufgabe Formatvorlage, Protokollübungsdatei, Protokollübungsdateilösung. Diese Dateien können heruntergeladen werden. Für dieses Video wird das bereits geschriebene Protokoll, Protokollübungsdatei, für eine Gesamtlehrerkonferenz benutzt. Mithilfe von Formatvorlagen wird gezeigt, wie das Protokoll in eine möglichst gute Form gebracht wird. Hierzu öffnen wir Reiter. Danach öffnen wir die Datei, Protokollübungsdatei. In der Symbolleiste Formatierungen wird Standard angezeigt und bedeutet, dass der Text die Formatvorlage Standard hat. Dies werden wir nun ändern. Betätigung von F11 zeigt die Übersicht der Formatvorlagen. Mit der rechten Maustaste auf Überschrift klicken und dann Neu wählen. Auf den Tab Verwalten klicken und den Namen GLK-Top eintragen. Den Tab Schrift wählen und dort festlegen, Arial 14.fett. Im Tab Schrift Effekt wählen wir Himmelblau 2 aus. Wir wählen den Tab Einzüge und Abstände und geben bei Abstand ein, über Absatz 0,4 cm, unter Absatz 0,2 cm. Wir klicken OK. Eine Formatvorlage weisen wir folgendermaßen zu. Cursor in den gewünschten Textabschnitt setzen und Doppelklick auf die gewünschte Vorlage. Top anklicken. Vorlage doppelklicken. Top anklicken. Vorlage doppelklicken. Top anklicken. Vorlage doppelklicken. Top anklicken. Vorlage doppelklicken. Alle harten Zeilenumbrüche entfernen. Mit der rechten Maustaste auf Textkörper klicken, dann neu wählen. Auf den Tab Verwalten klicken und den Namen GLK-Text eintragen. Den Tab Schrift wählen und dort festlegen, Arial 11. Standard. Wir wählen den Tab Einträge und Abstände und geben bei Abstand ein, über Absatz 0,0 cm, unter Absatz 0,2 cm. Wir klicken OK. Wir formatieren nun den Text mit der Formatvorlage GLK-Text.
Probieren Sie weitere Verschönerungen anzubringen und experimentieren Sie bei den Formatvorlagen mit den Einstellungen. Die Formatvorlage GLK Top soll noch mit Nummern versehen werden. Rechte Maustaste auf GLK Top, dann auf Ändern klicken. Den Tab Gliederung und Nummerierung auswählen. Bei Listenvorlage eine Nummerierung auswählen. Und OK klicken. Die Überschriften haben nun eine Nummerierung. Wir formatieren nun den Kopf des Protokolls. Dazu legen wir die Formatvorlage Kopfprotokoll an. Wir legen die Schrift, die Ausrichtung und den Abstand fest. Wir weisen die Formatvorlage Kopfprotokoll zu. Die Übung ist bewusst so gewählt. Im täglichen Gebrauch kann man einige Arbeitsschritte sparen, indem man zuerst den gesamten Text mit der Formatvorlage GLK Text formatiert und dann die Überschriften und den Kopf entsprechend in Form bringt. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter